Arbeit geht es oft medienübergreifend um Video-Performance-Installationen, aber auch um die Übersetzung von einem Medium ins andere. Sie arbeitet mit Szenarien, die oftmals Narrationen beinhalten, die einerseits formal-ästhetische Fragen reflektieren, aber auch soziale und gesellschaftspolitische Strukturen und oftmals ins Poetische, Absurde, Surreale kippen. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir einen Einblick in Fannys Arbeit geben möchten anhand von drei Arbeiten. Aber zum Einstieg möchte ich Sie kurz fragen, weil sie eben an vielen Orten arbeitet und gerade aus Marseille zurückgekommen ist vor 2 Wochen, ob sie vielleicht davon etwas berichten möchte, wie es ihr dort ergangen ist. Und ja, Fanny, was konntest du dort tun? Ja, also hallo erstmal und danke auch für die Einladung. Genau, ja, also ich bin vor 2 Wochen, glaube ich, waren das circa 2,5 Wochen aus Marseille zurückgekommen. Die Idee war eigentlich, dass ich dort sein würde im Zuge einer Residency, auch mit einer Ausstellung für ungefähr einen Monat, um an meinem aktuellen Projekt zu arbeiten, in other words. Und ja, natürlich, also Corona-bedingt war das halt alles natürlich viel knapper ausgefallen und es gab eine Ausstellung, also ich habe in der ersten Woche eine Ausstellung vorbereitet, die unter anderem eben auch eines der Videos zeigt. Ich glaube, dass wir später, wo wir später auch einen Ausschnitt vielleicht davon zeigen. Und mit Zeichnungen und Zeichenarbeiten auch. Und ja, das war ein bisschen so der Auftakt eigentlich für diese Residency. So. Und dann war die Idee, also gab es auch eine Art Workshop, der da stattgefunden hat, zusammen mit einer Kuratorin aus Paris, die kam, das war in der 2. Woche. Ja, und dann hätte ich da eigentlich noch etwas länger bleiben sollen und an meinem Projekt arbeiten. Also das ist ein neuer Kunstraum, der gerade erst entstanden ist, also vor kurzem erst eröffnet worden ist und die so eigentlich mit dem Plan, so jeden Monat eine Künstlerin oder einen Künstler einzuladen und da eigentlich zu recherchieren und an einem Projekt zu arbeiten. Und wir hatten das eigentlich schon seit einem Jahr so in Planung und ich dachte mir, dass ich trotz Corona wollte ich halt, ich wollte dennoch fahren. Ich habe mir gedacht, es ist besser, zumindest kurz hinzufahren, als gar nicht hinzufahren. Ja, aber es war halt, also die Ausstellung ist passiert und ist auch eigentlich sehr gut angekommen, aber dann wurde sie halt nach 2 Wochen geschlossen und jetzt weiß man noch nicht, ob die wieder, also wann wieder. Frankreich hat ja auch einen Lockdown, schon vor eben vor 2 Wochen eben war diese, hat der Lockdown angefangen. Genau, deswegen ist es jetzt noch nicht so klar, wann das wieder öffnet, ja. Ah ja, aber dort in Marseille ist jetzt sozusagen deine aktuellste Arbeit dann auch zu sehen, vor Ort, also theoretisch. Ja, die hängt da noch, die installiert, aber halt jetzt zurzeit nicht zugänglich. Ja. Okay, sehr gut, darauf kommen wir vielleicht später nochmal zurück, wie die genau ausschaut. Ja. Wir wollen ja gerne über deine aktuellsten Arbeiten sprechen, aber gehen jetzt noch ein bisschen zeitlich zurück, kurz. Ja, als das Reisen noch einfacher war, also du hast 2018 ein Atelierstipendium vom BKA bekommen für Tokio und dort ist eine Arbeit entstanden, eine Videoarbeit, also auch eine installative Arbeit, die du dort zeigen konntest und wir haben ja besprochen, dass wir damit anfangen und ein paar Bilder und einen kurzen Ausschnitt zeigen und dann darüber sprechen, wie die Arbeit entstanden ist und was das mit deinem Japan-Aufenthalt zu tun hat. Okay. Okay. Das heißt, ich teile jetzt den Bildschirm. Ja. Genau. Sieht man's? Ja, man sieht's. Okay, warte mal, kann ich das auf Vollbild? So. Ja, also ist eh jetzt nur
drei so Bilder von eben diesem Projekt. Genau, ich war, hatte zuerst diese Residence in Japan und dann bin ich aber letztes Jahr nochmal dorthin gereist, um eigentlich das Projekt fertig zu machen, beziehungsweise das Videoprojekt hatte ich da noch, im Jahr davor eigentlich nur angefangen und habe es dann eigentlich wirklich erst ausgearbeitet letztes Jahr. Und im Zuge dessen gab es dann diese Ausstellung letzten Dezember in der Raumstation hier in Wien, bestehend eben aus einer Installation. Also das Bild, das wir jetzt sehen, ist von dieser Installation an der Construction. Dann gab es noch eine weitere. Das ist die Videoinstallation, also so wird das Video präsentiert. Das, von dem zeige ich dann später einen kurzen Ausschnitt. Und dann waren noch zwei andere Arbeiten, eine weitere Installation mit Fotografien, die eben im Zuge dieses Aufenthalts entstanden sind in Japan, so Textfotografien, also ein weiterer Raum, wo diese Arbeit präsentiert wurde. Und genau, dann gab es noch eine Soundarbeit noch in einem weiteren Raum, aber das sind jetzt so drei kurze Auszüge von der Ausstellung. Und soll ich jetzt vielleicht gleich das Video zeigen? Ja, das wäre schön. Ja. Mhm. Kurzen Ausschnitt. Ja, allerdings... Wie muss ich das jetzt? Gestern hat es geklappt, jetzt weiß ich nicht mehr. Muss ich nochmal stoppen und... So, sorry, das ist... Freigeben, jetzt, okay. Das geht, sollte einfacher gehen, aber irgendwie schaffe ich es jetzt nur auf die komplizierte Variante. Also das ist so ein 13-minütiges Video, das eben in dieser Installation gezeigt wurde. Ich zeig jetzt eine Minute davon, ja. Mit Sound. Okay. So. Stumms. Ja, vielleicht magst du kurz etwas dazu sagen, wie du dort vor Ort arbeiten konntest. Also du hast ja mit Fotografie und Video gearbeitet. Und wie es dann zu dieser Arbeit kam, was es zu tun hatte mit deinem Aufenthalt in Japan, wie vielleicht, nachdem du Tokio etwas kennenlernen konntest, wie vielleicht ja die japanische Kultur deine künstlerischen Interessen stimuliert hat und wie du da vorgegangen bist. Okay. Also... Zuerst mal, ich glaube, der Grund, warum ich so nach Japan wollte und so das Projekt, das ich ein bisschen vorhatte zu machen, ich glaube, etwas, was in meiner Arbeit
ja immer sehr relevant war für mich, zumindest in den Arbeiten davor, war, dass ich sehr viel mit Figuren und Charakteren gearbeitet habe und alles immer sehr aus einer Art fast schon zeichentrickmäßigen Animationsästhetik heraus. Also viele meiner Arbeiten haben sich mit dieser Simplifizierung, also so einer ästhetischen Simplifizierung einfach von so Szenarien einfach befasst. Und deswegen gab es immer dieses Interesse, diese Faszination eigentlich auch bezüglich Anime, also was jetzt die Ästhetik anbelangt, ja, aber auch die Charaktere, wie diese Charaktere konstruiert sind, aber auch die Inhalte, ja, die Texte etc. Und das war eigentlich so der Hauptgrund, warum ich nach Japan so etwas wollte. Also auch der Ausgangspunkt eigentlich so dieses Projekt, dass ich mich ein bisschen mehr so mit dieser Anime-Szene befassen wollte und ein bisschen mehr darüber lernen und da recherchieren. Und wie ich aber dann dort war, da sind dann andere Dinge eigentlich auch relevant geworden. Also erstens, was mich auch wirklich sehr interessiert hat, war, oder was ich dann so realisiert hat im Zuge dieses Aufenthalts, war, wie diese Anime, also diese Anime-Szenarien und die Rolle eigentlich dieser virtuellen, wie soll ich sagen, dieser Anime-Industrie, welchen Stellenwert die hat, auch jetzt so für den so im Alltag, also dass es so zu Momenten kommt, wo teilweise diese Virtualität oder diese Figuren eigentlich fast schon zu einer Art Ersatz werden für für Figuren des Alltags, also für zwischenmenschliche Beziehungen. Also eigentlich, wie sich diese Fiktion auch so im Alltag quasi ausdrückt. Also zum Beispiel, dass es Leute gibt, und so bin ich dann eigentlich auf diese eine bestimmte Szene gestoßen, so die Otaku Szene, Menschen, die in erster Linie eigentlich viele junge Menschen oder also jüngere Generationen, die fast schon so eine Art Besessenheit haben mit diesen Anime-Figuren, Szenarien, mit der gesamten Industrie eigentlich, so sehr, dass die Teil deren Leben werden. Also, dass man fast schon eigentlich so emotionale Beziehungen entwickelt zu diesen Charakteren und dass es da eine Industrie gibt und eine Möglichkeit, das auch wirklich also zu leben. Also man kann zum Beispiel sich mit so einer Anime-Figur, wenn man möchte, verheiraten oder eine Beziehung eingehen. Also es gibt ja dieses Ganze drumherum und ich fand das eigentlich sehr, mich hat das ja einfach sehr interessiert, dieses so eine konstruierte Wirklichkeit, die sich dann wiederum eigentlich so im Alltag, so im physischen Alltag eigentlich reflektiert und da präsent ist, ja, und es kommt schon fast schon zu so einem Austausch. Mhm. Und dieses so Zusammenspiel zwischen Fiktion und und so Alltag, also einfach auch die Rolle von Fiktion im Alltag. Etwas, Muss man sich das denn so vorstellen wie Second Life? Oder ist das eher so, dass dann Menschen sich selber kostümieren und auch selber zu diesen Figuren werden? Ja, eher mehr so. Obwohl sowohl als auch. Also es ist einfach so vieles. Es gibt so viele Möglichkeiten für Rollenspiele, ja, also jetzt auch von Cafés, es gibt es gibt so viele Optionen, einfach in andere Rollen, in andere Charaktere zu schlüpfen und da irgendwie zu agieren und sich so eine Art, so Fantasie zu konstruieren für eine gewisse Zeit, ob das jetzt in einem Café ist oder es gibt auch ganz viele Messen eigentlich, aber dann auch so Cosplay, wo die Leute dann tatsächlich eben in so bestimmte Figuren schlüpfen und die dann werden und dann die spielen.
Aber so diese, eigentlich so dieser Aspekt der Besessenheit, das hat mich am meisten ja, das, ich wollte das irgendwie verstehen, woher diese Besessenheit kommt, ja, diese, ja. Und Rausfinden? Konntest du das rausfinden? naja, also ich habe das Gefühl, je mehr man irgendwie sich damit befasst und je mehr man Zeit dort verbringt, desto mehr Fragen entstehen. Also man findet auch Antworten, aber es ist so irgendwie, also deswegen ist das auch, also für mich war das so mit Japan, ich hätte eigentlich dieses Jahr jetzt im November auch nochmal dort sein sollen, dass wenn man da einmal hinfährt, dann hat man das Gefühl, muss man immer wieder hinfahren, immer wieder. Weil man irgendwie eigentlich nie so komplett so diese, also ich weiß nicht, das, ja, es ist wie so eine Art Besessenheit für mich dann irgendwie. Aber es eröffnen sich immer so viele neue Fragen und so viele neue Beobachtungen. Und also dieser Aspekt einfach so, oder dieser Umgang mit Fiktion und mit Fantasy. Bei mir auf diese Art und Weise eigentlich völlig neu. Also das ist mir so in der Form hier und in diesem Ausmaß in Österreich oder in Europa oder überhaupt in anderen Ländern, wo ich war in der westlichen Welt, jetzt nie so begegnet. Genau, das hat mich irgendwie so in den Bann gezogen. Aber das war auch etwas, was ich erst dann dort vor Ort eigentlich realisiert habe. Also das hat sich dann einfach immer so weiterentwickelt, ja. Und deine Arbeit heißt ja auch Fantasy bei Fanny Futterknecht. Die Videoarbeit jetzt, Elsewhere Heroes, von der wir einen kurzen Ausschnitt gesehen haben, Ja. ist aber ja kein Video über diese Szene, sondern es ist vielleicht indirekt davon inspiriert. Also Ja. wie kamst du denn zu dieser Form von Video? Ja, absolut. Also ich habe eigentlich für mich, ich habe so meine eigene Projektion, ich habe eigentlich so als Ausgangspunkt von diesen Szenarien oder von so typischen Anime-Szenarien, wo es ja immer auch so Heldenfiguren eigentlich folgt, immer einem sehr, so ein bisschen sehr klassischen Stereotypen-Schema. Also es gibt eben einen Helden und einen Bösen und also dieses auch dieses Gute und Böse, so das als Ausgangspunkt nehmend, wollte ich eigentlich dann selber so eine Fiktion kreieren im Alltag und eigentlich meine eigene Projektion auf die japanische Alltagswelt so projizieren. Also mich selber in diese Welt irgendwie dazu zu begeben. Und die anderen Bilder, weil vielleicht was auch wichtig ist zu sagen, also oder dieser Gegenpol eben zu dieser Rolle von Fantasy und Fiktion und dieser ganzen Anime-Kultur, war auch so Alltagsszenarien, die mich in Japan, also in Japan im öffentlichen Raum immer sehr interessiert haben, weil so unter dem Aspekt der Inszenierung, Inszenierung im Sinne von, dass es viele so Abläufe und Funktionen und so Bewegungen im öffentlichen Raum gibt, die alle ganz so einer ganz strikten Choreografie und Genauigkeit folgen, also es ist fast schon, ja, also wie so eine choreografierte Situation jetzt vom, ich weiß nicht, Bauarbeiter angefangen, der die Autos irgendwie an der Baustelle vorbei lotst, bis über die Ansagen vom U-Bahn-Sprecher, der auf der Plattform nämlich steht und mit einem Mikrofon die Züge ansagt und die Zeiten und wann der Zug ankommt und wann er abfährt. Und also aus meiner westlichen Perspektive her gab es da immer diese Essenz so von dieser Inszenierung, dieser inszenierte Moment. Das fand ich irgendwie spannend. Und dann habe ich eben angefangen, im öffentlichen Raum Leute zu fragen, ob sie jetzt in ihrem Alltags Habitus, also in ihrer Arbeit einmal so innehalten könnten und
sich so eine bestimmte Geste oder eine bestimmte Position überlegen, in der ich sie dann abfilmen könnte. Also das war so ein bisschen das Pendant dann aus dieser, zu dieser fiktiven, so ein bisschen surrealen Welt. Und dann wollte ich das eigentlich miteinander so kombinieren. Ja. Ja, also wenn man jetzt das Ganze, die Gelegenheit bekommt, nochmal irgendwann das ganze Video zu sehen, dann kann man ja so einer gewissen Erzählung folgen. Also du hast so monochrome Tafeln mit Text drauf, die eine Erzählung ergeben und die wechseln ja ab mit gefilmten Bildern, die auf den ersten Blick vielleicht erscheinen wie Fotografie, aber es sind so Art Tableau vivants gefilmte, also weil die Performer stehen still und manchmal sieht man es erst auf den zweiten Blick, dass sie sich eigentlich bewegen, die Augen, oder man stellt dann fest, aha, das Umfeld ist eigentlich in Bewegung, nur die Figuren im Vordergrund, auf die du jetzt fokussiert hast, stehen ganz still. Und dann die Erzählung selber, dadurch, dass diese Farbtafeln dazwischen so bunt sind und wir diese Alltagsbilder sehen, die jetzt quasi ein bisschen was Animiertes haben, aber eigentlich auf den ersten Blick jetzt nichts Ungewöhnliches sind. Darunter liegt dann, oder darüber liegt dann dieser Sound, der so ein bisschen was Unheimliches oder Bedrohliches auch so hervorruft, so eine Stimmung. Und wenn man dann deinen Text liest, da kommt dann vor, dark forces are coming invisible to the people, deep down in the ground, the black worms are eating the world from inside. Also es ist auch sehr apokalyptisch und düster eigentlich. Und da gibt es so viele Widersprüche oder vielleicht auch indirekt andere Ebenen, auf denen sich das vielleicht mit den Bildern trifft. Oder man weiß nicht so genau. Also man kommt so ein bisschen als Betrachterin, Betrachter so in einen Konflikt, in einen emotionalen. Also weil man weiß nicht genau, wohin das jetzt führt. Was interessiert dich daran? Oder hat das was miteinander zu tun? Also vielleicht noch zu sagen zu den, also diese Tableau vivants sind, ja. Mir war das wichtig, dass es so eine, wie soll ich sagen, so eine bewegte Statik gibt, weil diese Monologe, manchmal vielleicht Dialoge, aber in erster Linie Monologe sind ja mehr so innere, das sind ja mehr innere Stimmen. Also es sind ja so, eigentlich ist das ja so diese Gedankenwelt der Protagonisten. Deswegen wollte ich sie auch in so einem Moment irgendwie so des Innehaltens eigentlich da so festhalten. Ich weiß nicht, ob das immer so rüberkommt, ja, dass das ja auch die Gedanken eigentlich teilweise ja von den Protagonisten sind. Also du hast sie danach gefragt und daraus ist der Text dann entstanden, oder? Nein. Nein. Ich projiziere das jetzt so, dass das Gedankenwelt der Protagonist ist. Die Art und Weise, wie die Texte geschrieben sind, also war das darauf ausgelegt, dass das so eigentlich... dass man das so lesen kann. Ja, genau. Also so habe ich versucht, irgendwie so eine Art von Szenario oder fragmentiertes Szenario da zu kreieren. Also dass das keine Stimme von außen ist, sondern dass das eigentlich die Stimme von innen ist, so. Ich glaube, deswegen immer dieses Stillhalten oder dieses Innehalten. Und es gibt ja doch auch immer eine Bewegung eben in diese Statik. Und ja, also ich glaube, der Inhalt eigentlich beruht in erster Linie eben, wie gesagt, schon auf diesen Szenarien, auf diesen Anime-Szenarien. Da geht es ja immer auch um so etwas Unheimliches oder unheimliche Kräfte oder mystische Kräfte oder den unsichtbaren Feind. Also das wollte ich eigentlich so in dieser Form verwenden, weil es mir auch eben wichtig war, eigentlich genau dieser Widerspruch, also diese Reibung, ja, im Gegenzug jetzt zu diesem Alltag, der ja eigentlich recht so simpel dargestellt ist, also Menschen halt auf der Straße in ihrer Alltagssituation, die im Alltagsgeschehen so, um zu sehen, was das macht, ja, also was macht dieser Widerspruch eigentlich, was passiert da und inwiefern funktioniert das, also inwiefern funktioniert auch diese Projektion, weil das ist auch eben interessant,
Das ist auch sehr individuell und dann wiederum auch wieder kulturell bedingt, dass Leute jetzt hier, die finden die Arbeit zum Beispiel viel unheimlicher, als das in Japan der Fall war. Da fanden sie es eher lustig. Also wie Projektion eigentlich so funktioniert auch. Man projiziert halt dann auch so seine eigene Wahrnehmung auf das Ganze, ja. Ja, vielleicht zeigen wir noch kurz die andere Arbeit von dir. Ja. We Will Not Let You Go. Das ist die Dokumentation einer Live-Performance in der Nordbahnhalle in Wien. Ja. 2018. Oh, Entschuldigung, das ist jetzt kein Ton. Okay. Ja. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Art der Performance. Und auch da arbeitest du mit Sprache und so Schildern, also mit Elementen aus Demonstration oder Manifestation. Was hat dich daran interessiert? Also, das ist jetzt eine ganz andere, inhaltlich natürlich jetzt ganz andere Arbeit, aber rein so formell, glaube ich, geht es um, oder hat es einen Bezug auch jetzt zu vorigen Arbeit, der Umgang mit Sprache und mit Sprechen und vielleicht noch ganz allgemein, also dass ich also das Arbeiten mit Sprache in einem grafischen Sinn kam eigentlich vom Arbeiten mit Sprechakten. Also bei mir ging es sehr viel in den Performance-Installationen und auch in den Videos eigentlich immer um auch dieses Sprechen, also Protagonisten oder Charaktere, Figuren, Subjekte sprechen und was sprechen sie. Und dann irgendwann wurde die Sprache und der Text immer autonomer und eigentlich so zu einer Art Objekt selbst. Ja, und ich glaube, das ist so etwas, was jetzt beiden Arbeiten ein bisschen so inne ist. Und bei dieser Arbeit, also das war eine Performance, die in der Nordbahnhalle stattgefunden hat, wo es eigentlich ging um Rhetorik, die auf Demonstrationen, Manifestationen, Protesten eingesetzt wird. Und wir haben eigentlich mit so Abstraktionen von dieser Rhetorik, also Konzepte hinterfragt, was ist so dieses Konzept von Gemeinschaft oder von Kollektiv, dieses Konzept von Wir und was ist dieses Konzept vom Ich, vom Subjekt, vom Individuum.
Also es geht sehr viel um diese Gegenüberstellungen. Wo steht dieses Ich in dem Wir, in der Gesellschaft, im Kollektiv? Was bedeutet so Einheit? Was bedeutet Widerspruch? Also es geht sehr viel eigentlich so ums Ausloten dieser Frage, aber auch um Mechanismen, so Mechanismen öffentlicher Kundgebungen oder des sich Position Beziehens so im öffentlichen Raum oder öffentlichen Kontext so Stellung nehmen, ja. Also so ist das eigentlich entstanden und ich wollte die Arbeit oder die Performance ist eigentlich auch teilweise sehr akustisch angelegt und also die Tatsache, dass die jetzt quasi der Text jetzt, der gesprochene Text, weil ich sehe es nach wie vor, dass die diesen Text eigentlich sprechen, so haben wir auch damit gearbeitet, dass der aber halt geschrieben ist, haben wir eigentlich sehr viel eben mit diesem Aspekt der Stille gearbeitet, aber auch also mit dieser Abwesenheit von Stimme. Eigentlich diese Abwesenheit von Stimme, die manchmal die Stimme dann fast stärker werden lässt oder betont. Also da gibt's zum, dass der Körper im Raum steht und in einem Kollektiv. Ja, also erstens das, aber auch, dass wir als Betrachter anfangen, Dinge zu projizieren. Also man projiziert ja etwas, indem man, also zum Beispiel, es gab diesen Moment, wo da schreien quasi unter Anführungsstrichen die Protagonisten und dann ist es eben, das ist ein wirklich sehr, sehr stiller Moment, aber sie sagen alle, we scream at you, we scream at you. Und ich glaube schon, dass da eine Projektion stattfindet vom Betrachter, dass man auch tatsächlich eine Art von Schrei wahrnimmt, hört, ja, also in sich selbst. Mhm. Und ich fand das eigentlich, mir war das wichtig, so dieses, dass der Betrachter oder der Rezipient quasi selbst die Stimmen und die Laute eigentlich teilweise ersetzen muss oder selber konstruieren muss eigentlich da. Ja, also so ein weiterer Aspekt in der Arbeit, genau. Mhm. Ja. Du hast ja mit diesen, also mit den Elementen der Manifestation oder Demonstration noch weitergearbeitet und auch in deiner Japan-Arbeit kamen ja zum Beispiel diese Arten von Schildern vor mit Sprechblasen kombiniert. Ja. Ich glaube jetzt in Marseille, aber auch schon vorher in Wien, hast du dann ja neue Schilder sozusagen entwickelt, also neue Form. Und da gehst du vom Alphabet eigentlich weg. Und ich glaube, im Hintergrund, ob da jetzt gerade bei dir auch was zu sehen ist, was du vielleicht kurz zeigen könntest. Ja, warte, ich muss das genau. Sorry, das ist das Falsche. Also, also jetzt bin ich eben gerade damit beschäftigt und auch in Marseille, also da habe ich angefangen, schon bei dieser Videoarbeit, die wir da gesehen haben, diesen Ausschnitt, gibt es diesen Moment, wo sich irgendwann ein bisschen die Sprache sozusagen auflöst. Genau, und in eine Art Zeichnung, in eine Art abstrakte Kritzelsprache eigentlich so sich wandelt, eine Art Kritzelrhetorik. Und dieses neue, aktuelle Projekt, mit dem ich jetzt da angefangen habe, geht es eigentlich nur um diesen Akt des Kritzelns. Genau, und in Marseille habe ich, also ich habe dieses Bild, das wir jetzt sehen, genau, das war in der Notgalerie damals, als es die Notgalerie noch gab, im September, hatten wir so eine Art Manifestation. Also habe ich Leute eingeladen, ob sie nicht jeder mit seiner eigenen Art Kritzelstatement, seinem eigenen abstrakten Statement so teilhaben möchte. Und dann haben wir gemeinsam diese Schilder entwickelt und sind haben das demonstriert in der Seestadt.
Und haben versucht, das so in der Seestadt zu kommunizieren. Und dann hat das Ganze nochmal stattgefunden in Marseille. Ah ja, da gibt es noch ein anderes Bild dazu. Ja, da habe ich das Ganze dann nochmal versucht zu machen. Aber dann war die Gruppe viel kleiner, weil da war schon... gab es Versammlungsverbot schon in Marseille. Es durften nicht mehr als 6 Leute eigentlich zusammentreffen und so eine Demo in dem Sinn war eigentlich gar nicht mehr wirklich so erwünscht. Aber in Marseille war das dann für mich, weil ich noch immer versucht zu verstehen, was ist dieses Kritzeln, ja, worum geht es mir dabei und was will ich, also es ist ein recht großes Thema, dieses Kritzeln und inwiefern kann Kritzeln Sprache ersetzen. Und Roland Barth schreibt über das Kritzeln als eine Form Contre-Écriture, also eine Art gegen das Schreiben, ja, so als würde man dem Schreiben Widerstand leisten. Und ich mag eigentlich diese Idee oder ich finde es interessant, das Kritzeln eben als eine Form erweiterten Schreibens, ja, also die Sprache, die sich quasi weiterentwickelt, zu sehen, aber gleichzeitig als eine Geste, einen Akt des, des Widerstandleistens gegen die Sprache, gegen den Text, gegen die Rhetorik oder gegen bestimmte Begrifflichkeiten auch. Also eigentlich so dieser Akt des Widerstands, das Kritzeln als eine Form Akt des Widerstands finde ich eigentlich interessant. Und das ist jetzt Kritzeln sozusagen wie ein Zeichen dafür ist, ohne das Alphabet zu benutzen. Ja, also das, was wir in dem Art Workshop, es war ja kein Workshop, es war mehr so ein kollektives Reflektieren, ja, kann man bestimmte Begriffe, Inhalte sozusagen übersetzen, ja, oder to transcribe, also in so eine Art Kritzel, oder ist es einfach völlig willkürlich, whatever, ja? Oder gibt es da tatsächlich noch irgendetwas, wenn der richtige Kontext gegeben, was sich noch ein bisschen assoziieren lässt zu einer bestimmten Bedeutung oder einem bestimmten Inhalt? Also es waren eigentlich mehr so Experimente, ja? Inwiefern lassen sich diese Dinge übersetzen, ja? Also wie übersetzt sich We have the power im Gegensatz zu I have nothing to say zum Beispiel? Das waren so einfach so Dinge, die wir ausprobiert haben gemeinsam, ja. Aber das Ganze ist noch eine sehr großes Fragezeichen. Aber das ist das, woran ich jetzt gerade arbeite. Und ja. Ja, das ist sehr spannend. Das ist ja dann wie eine Geste des Widerstands an sich. Ja, ja. Also wenn man dann mehr strukturell denkt als, Also es geht auch mehr um, was so interessant ist bei dem Kritzeln, ist, dass es ja mehr um, lustig ist, worum es in erster Linie immer geht, oder wenn man versucht, mit Leuten zu kritzeln, ist gegen Komposition zu arbeiten, ja, noch dazu wir, wo wir alle so visuell konditioniert sind, also besonders natürlich jetzt Leute aus dem Kunstkontext, ja, dass einfach Komposition ist, wir denken sofort in Form einer Komposition, ja, und in diesem Kritzeln geht es auch darum, also wenn wir jetzt versucht haben, diese Schilder zu machen, eigentlich gegen diese Komposition zu arbeiten, gegen ein bestimmtes Konzept von Komposition, das man im Kopf hat, zu arbeiten und einfach mehr aus dem Körper, also aus der Performance heraus, aus dem Agieren heraus, zu kritzeln und nicht jetzt, also eigentlich eine recht körperliche Angelegenheit, ja, so. Das war irgendwie interessant, so wahrzunehmen, ja. Ja. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für deinen Einblick.
Vielleicht magst du das kurz schließen. Ja, ich stoppe das wieder, das Bild so. Vielleicht gibt es Fragen bei den anderen Zuhörerinnen und Zuhörern an dich oder mich. Also ich habe ja darüber nachgedacht, inwiefern jetzt, weil die Vienna Artweek das Ritual thematisiert, inwiefern ja, es Rituelles in der Demonstration gibt oder ob deine Arbeit vielleicht auf etwas Rituelles, was wir noch nicht so gesehen haben, darin hinweist. Man kann das Ritual des Widerstands auch bezeichnen, der aber wo aber in der Gesellschaft selber es Regeln dafür gibt, wie darf eine Menge sprechen. Andererseits wird die Demonstration jetzt nicht typischerweise zu Ritualen gezählt. Aber vielleicht von einer größeren Außenperspektive betrachtet, könnte man da Formen drin finden, die auch etwas Rituelles haben. Ich glaube, so dieses Zusammenkommen von Gruppen oder von mehreren oder von Kollektiven, ich glaube schon, dass es da so diesen Aspekt des Rituals gibt oder einfach in der Wiederholung. Ja, aber vielleicht auf eine sehr unoffensichtliche Art und Weise. Ja. Ja, weil wir denken ja Demonstration immer als tagespolitische, als Reaktion auf die Tagespolitik. Ja, genau. Und dann ist so eine Mischung zwischen vielleicht rituellen Verhaltensweisen und Regeln der Gesellschaft oder in unserem gesellschaftlichen System und dann aber wieder ist natürlich auch eine Reaktion auf etwas, das sich eher ereignishaft dann äußert. Also, ja. Dass es so Mischformen wird. Aber ich glaube, dieses Wiederholen oder dieses Insistieren, das ja auch in Demonstrationen einfach passiert, weil darum geht es ja auch irgendwie, dieses Insistieren auf etwas, auf eine Sache oder auf einen Inhalt oder eine Situation, hat schon einen sehr starken Bezug auch so zum Ritual. Und für mich jetzt eigentlich in meiner persönlichen Praxis jetzt ganz allgemein gibt es das auch, diesen Aspekt dieses Insistierens, weil du gefragt hast, also inwiefern auch in meiner Arbeit. Und das könnte man eigentlich so wie eine Art Ritual, also dieses auch etwas aufbauen, also etwas, das sich entwickelt oder immer weiter entwickelt oder durch seine Wiederholung immer weiter entwickelt, immer weiter aufbaut. So, vielleicht kommt es so eine Art Ritual ein bisschen nahe. Ja. Zum Schluss noch kurz. Ja. Diese Intervention jetzt im öffentlichen Raum, ist das was Neues in deiner Arbeit oder? Also, ne, ich habe schon immer wieder im öffentlichen Raum gearbeitet, aber jetzt mehr dann vielleicht inszenierter oder so ein bisschen choreografierter, dann für Videoarbeiten zum Beispiel. Ich glaube, was neu ist, ist mehr so dieses Partizipative, also dass ich Leute einlade, mit mir da eigentlich gemeinsam darüber so zu reflektieren. Jetzt zum Beispiel wie in dieser Kritzelaktion, Kritzelprotesten, das ist eigentlich was Neues. Ja. Okay, bei der Performance wird ja viel nachgesagt, sie sei die Verbindung von Kunst und Leben. Und jetzt, wenn man jetzt von Kunst und Leben, ja, in der Performance Kunst und Leben miteinander verbindet, es wird ja viel auf rituelle Formen auch zurückgegriffen und in deiner Videoperformance habe ich jetzt eher den Eindruck, dass du mehr die Getrenntheit von Kunst und Leben zelebrierst, weil es da einen, sagen wir, artifiziellen Charakter manchmal gibt, der so fast übersteigert wird. Und jetzt in dieser neuen Arbeit ist aber tatsächlich durch den
Durch das Hinaustreten in den öffentlichen Raum gibt es halt wieder eine ganz andere Verbindung. Ja. Deswegen wollte ich dich fragen, ob das was Neues ist oder wie das mit in Verbindung steht oder ob du Videoperformance eher davon abgrenzen würdest. Ob ich die Videoperformance davon abgrenzen würde? Ja, von dieser Arbeit. Also, dass du verschiedene Performance, mit verschiedenen Performance-Formaten arbeitest, die jetzt in unterschiedliche Richtungen etwas aufzeigen. Und das eine geht halt, würde ich sagen, zelebriert die Getrenntheit von Kunst und Leben. Und auf der anderen Seite geht es wieder jetzt viel stärker auf eine Verbindung von Kunst und Leben hinaus. Interessant, wie du das Ja, siehst. Das möglicherweise. habe ich so auf diese Art und Weise in der Form jetzt eigentlich nicht wahrgenommen. Ja, diese Getrenntheit von Kunst und Leben. Ich habe immer das Gefühl, es ist eigentlich so stark verbunden. Aber wenn, vielleicht ist es auch ein bisschen so eine Erscheinung jetzt der neuen Situation, ja, dass sich diese öffentlichen, also dass jetzt mehr diese so partizipatorische Arbeiten im öffentlichen Raum, dass da jetzt so ein Bedürfnis da ist, das zu machen. Also kann schon sein, dass das jetzt eigentlich sehr stark aufgrund dieses Lebens, das ich jetzt gerade habe, sich so entwickelt, ja. Aber ja, weiß nicht. Muss auch nicht beantwortet werden, die Frage. Ja, ist Das eine war mir so ein große Gedanke. Frage, Ja, okay. Vielen Dank, liebe Fanny. Ich glaube, wir müssen die Zeit beachten und sind jetzt schon am Schluss. ah ja, okay. Ja. Ja, danke dir, Sine. Wir unterhalten uns sicher noch wieder weiter. Passt, Ja. okay. Vielen Dank auch von unserer Seite. Ein sehr spannendes und interessantes Gespräch. Die Frage, die die Jana Hartwig eben mit dem Thema heuer auch stellt, ist: Verschwinden die Rituale? Das ist so ein bisschen die underlying hypothesis in unserer Welt des Konsums und eben der Digitalisierung. Ja, das ist vielleicht eine Frage noch an euch beide. Verschwinden Sie in eurem persönlichen Leben oder spielen Sie eine große Rolle? Also ich persönlich, ich bin, glaube ich, auf der Suche nach neuen, besseren Ritualen. Aber ist immer die Frage, wie sich die dann etablieren. Das sind eher Alltagsrituale auch, ja. Ja, also bei mir verschwinden sie jetzt nicht wirklich eigentlich. Vielleicht jetzt, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe, gebe ich manchen Ritualen vielleicht sogar noch mehr Aufmerksamkeit eigentlich. Aber andere wiederum verschwinden dann vermutlich. Also ich glaube, wie sagt man, es entsteht eine andere Balance einfach. So neue kommen, andere gehen, so. Aber man hat den Eindruck, dass diese Zeit, die jetzt so herausfordernd ist, für uns eigentlich wieder den Fokus drauf lenkt, dass so Rituale doch Struktur geben, Halt geben und dass sie wichtig sind. Und Begrüßungsrituale so tief in uns verankert und wir sind jetzt ganz verwirrt, wie wir uns neu begrüßen sollen. Da an solchen Situationen, finde ich, kann man das ganz gut bemerken. Die Vienna Artwig hat eine großartige Ausstellung aufgebaut, die eine Ausstellung ohne Besucher bleiben wird. Und wir haben aber einen ganz tollen Directors-Tour produziert, die jetzt um 18 Uhr online gehen wird auf unserer Homepage. Robert Bunkenhofer ist auch im Publikum, der führt durch diese fantastische Ausstellung. Ich möchte euch wirklich noch Lust machen, also dran zu bleiben und noch diesen Ausstellungsrundgang zu besuchen. Wenn es jetzt nicht geht, zeitlich, man kann es auch dann jederzeit später nachschauen. Vielen Dank an euch beide, vielen Dank an die Zuseher für die Zeit und das Interesse. Wir sind wahnsinnig froh, dass wir Einblicke geben können, auch in Zeiten wie diesen, ins künstlerische Geschehen. Danke euch vielmals und einen schönen Abend noch. Danke. Vielen Dank ebenfalls. Danke. Ciao. Tschüss.